Jo Leute, was geht ab? Ja, ich muss sorry sagen, ich habe bisher alle Videos direkt hintereinander aufgenommen. Jetzt habe ich gerade aufgenommen und dann hat mein Vermieter angerufen, weil wir haben gerade kein warmes Wasser. Ja, das ist relativ doof. Ja, keine Ahnung warum. Also ich bin ja nicht zu Hause, nur Gina war gerade duschen, hat sie gesagt, ja, wir haben kein warmes Wasser. Und habe ich halt direkt den Vermieter gefragt, weil der macht sowas auch beruflich, hat seine eigene Firma und so. Und ja, keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall musste ich jetzt kurz mit dem telefonieren, ja, das ganz kurz klären. Deswegen musste ich aufhören. Ich bin extra den Weg wieder zurückgegangen, ja. War nicht weit, war eine Minute oder so, aber ich bin so fair. Ich habe ja vor 4 Videos gesagt, für 100 Euro, wenn ihr mir den genauen Weg zeigt, muss man sich dran halten. Ja, jetzt müsst ihr hier natürlich einen Cut setzen, ne? Weil einen kleinen Weg bin ich in den Videos nicht gegangen. Nein, Spaß, passt schon so. Mal gucken, was überhaupt irgendwer macht. Also, das kommt ja auch noch dazu. Und jetzt werde ich wieder angerufen. Nee, was denn das? Irgendein Video. Also ich mag HTC, ne? Das HTC macht das geil, aber es zeigt mir irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Tutorial-Videos an. Warum? Das ist jetzt schon das zweite innerhalb der Videos, die ich hier aufnehme. Naja, heute, wie ihr schon am Titel erkennen könnt, geht es mal um das Thema Yu-Gi-Oh! Yeah! Ja, weil zu meinem Video bei Pokémon Raids, wo ich gerade alle Themen habe, die ich hier bisher besprochen habe, wurde ich auch dazu mal gefragt, ne? Und ich wurde gefragt, was hältst du eigentlich von der Entwicklung zu Yu-Gi-Oh! Ja, natürlich, wie viele andere auch, bin ich damals aus dem Kreis der Yu-Gi-Oh!-Spieler erwacht und auch in diesen groß geworden. Also damals mit meinen Leuten, wo ich noch in Salzgitterbad gewohnt habe, ja, da habe ich halt die ganze Zeit, oder nicht die ganze Zeit, aber wir haben sehr viel Yu-Gi-Oh! Gespielt gehabt damals. Das war, weiß ich nicht, zu Yu-Gi-Oh! GX-Zeiten, so drumherum da. Ja, nice, da kommen direkt wieder zwei Leute, perfekt. Ach, ich habe auf jeden Fall Bock heute, ja. Ja, auf jeden Fall während Yu-Gi-Oh! GX und so weiter, also da, so die Zeit, da habe ich gespielt, bisschen davor, bisschen danach. Ich bin dann irgendwann ja aus Salzgitterbad weggezogen, das erzähle ich euch bestimmt auch irgendwann mal in einem anderen Video. Und ja, da war es dann halt einfach so, dass ich dann halt keine Partner mehr hatte zum Spielen, weil die haben damals, glaube ich, Magic gespielt und dann noch relativ schnell gar nichts mehr. Ja, Salzgitterbad ist ein anderes Ghetto, anderes Viertel so, ja, da war es noch cool, solche Karten zu spielen. In Braunschweig dann leider nicht mehr, zumindest nicht an meiner Schule. Und ja, was soll ich großartig dazu sagen? Also ich habe es damals ziemlich gefeiert. Klar, war ein cooles Kartenspiel, die Designs waren cool, war relativ einfach und verständlich auch. Ja, wenn wir ein paar Karten nicht ganz verstanden haben, zum Beispiel, ich glaube, Gierfried, der Eisenritter oder so, 2600 ATK, ich glaube, 1800 Verteidigung oder 2200 oder so. Da steht, diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung beschwören werden, sondern nur als Normalbeschwörung. Und wir haben das damals so interpretiert, zumindest für eine Woche, dass man die einfach legen kann. Weil eine Normalbeschwörung ist ja quasi, ja, ganz normal, du legst sie einfach hin. Ich finde auch so für den Gedankengang ist auch eine Tributbeschwörung keine Normalbeschwörung in dem Sinne, weil es ja nicht normal ist. Du opferst ja welche. Und normal ist ja, du legst sie einfach hin. Deswegen konnte ich den immer legen direkt, weil ich hatte den. Das war nämlich ganz nice. Aber dann haben wir dann gesagt, nee, okay, ist eine Tributbeschwörung. Fand ich schade, ne? Aber ansonsten, ja, ist es natürlich ein Kartenspiel, wie jedes andere auch, ist natürlich in einer gewissen Weise Pay to Win. Ja, zumindest ein bisschen würde ich schon sagen. Also als Kind natürlich noch krasser, weil damals gab es sowas wie eBay noch nicht. Also gab es schon, aber hast du halt nicht genutzt als Kind. Ne? Wie willst du da auch rankommen? Ach, hier geht es übrigens schon wieder komplett raus. Ne? Gehen wir nochmal rein. Boah, da kommt schon wieder eine. Junge, warum laufen denn, weißt du, ich nehme hier eine Stunde auf, keine kommt. Jetzt bin ich kurz davor fertig zu sein, dann sind hier 10.000 Leute. Naja, auf jeden Fall, ja, haben wir halt damals auch, ja, uns sehr viele Booster Packs und so geholt, diese Starter Decks und so. Und wer natürlich mehr Geld hatte, der hat sich mehr Booster geholt, der hatte mehr Karten. War bei uns in der... Junge, what the fuck, Alter, was ist das denn? Was hast du jetzt erst gesehen? Geht niemals durch den Wald, Leute. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, es war bei uns jetzt in unserer Gruppe nicht so, aber allgemein wäre es halt so. Das ist natürlich Pay to Win, ist das zum Beispiel bei Hearthstone auch so. Bis du die richtigen Karten hast, dauert das, also musst du richtig viel Geld teilweise investieren und das fuckt mich einfach total ab. Ich habe ja mal zu diesem Unguro, wo das rauskam, habe ich mir, glaube ich, insgesamt für 100 Euro oder so Packs gekauft, habe von MOGA nochmal für 40 Euro Packs gekriegt und ich habe bei weitem nicht alle Karten. Und das fuckt ab, wie viel Geld soll man da rein investieren? Und ja, zur Hälfte ist es bei Yu-Gi-Oh! Genauso. Da kannst du dir natürlich bei eBay einfach die richtigen Karten holen, ohne dass du sie entzaubern musst oder so, sondern du kannst du die einfach genau so bestellen. Muss man natürlich gucken, ob einem dann das Geld wert ist. Das wieder einer. Ich hasse das aufzunehmen, wenn irgendwer das so mitkriegt. Weißt du, ich will so für mich sein, wenn ich aufnehme. Ist natürlich dann doof, in den Wald zu gehen, aber ja, damals war es halt so, wir waren eigentlich alle relativ gleich gut. Einer, Lukas hieß der, war, glaube ich, immer ein Stückchen besser als wir. Der hat relativ viele Duelle gewonnen. Wer mir dann so storymäßig gesagt haben, so ja, ich bin irgendwie, keine Ahnung, der dunkle Ritter oder so und ihr müsst mich alle besiegen, war es natürlich immer doof. Gerade auch, wenn einem dann so die legendären Karten oder sowas mal gefehlt haben, das war immer relativ doof, weil man da halt nicht so rangekommen ist. Naja, aber auch an sich war Yu-Gi-Oh! Damals halt relativ geil. Du hattest nicht so viele Beschwörungen, nicht zu wenig so. Yu-Gi-Oh! Zu GX-Zeiten finde ich persönlich ist einfach das Beste so. Vielleicht auch, weil ich da einfach am aktivsten gezockt habe, weil ich da am meisten mitbekommen habe und so. Ich weiß gar nicht, was danach kam mit Yu-Gi-Oh! 5Ds oder 5D oder keine Ahnung, wie das heißt. Kam ja, glaube ich, die Synchro-Beschwörungen oder so und das war auch der Moment, wo ich aufgehört habe, komplett. Also, das war für mich einfach scheiße. Also auch heute noch, ich habe ja so ein bisschen wieder angefangen gehabt, jetzt durch Guffy, weil der spielt und immer, wenn wir uns sehen, zocken wir immer so ein bisschen.
funktionieren. Deswegen habe ich mir auch mal ein vernünftiges Deck geholt gehabt und keine Ahnung. Also ich persönlich kann damit einfach überhaupt nichts anfangen. Generell mit allen Beschwörungen und früher war es zum Beispiel mega krass, wenn du so ein krasses Monster auf dem Feld hattest. So. Und heute ist das gar nicht. Das ist gar nichts mehr wert. So. Das ist eine Runde später meistens schon tot. Auch ein volles Board mit 5000 ATK-Monstern ist heutzutage gar nichts mehr. Und das ist einfach so von der Steigerung her finde ich viel zu krass. Das ist echt überhaupt nichts wert. Das Spiel ist richtig schnell geworden. Ich habe mal Creepy-Fan, irgend so ein Yu-Gi-Oh!-YouTuber mal eine Zeit lang verfolgt, weil ich mal wieder Bock hatte, mich so ein bisschen dazu zu informieren und so. Ich kann mit dem Spiel überhaupt nichts mehr anfangen, Alter. Ich finde die Entwicklung mega scheiße. Viel zu viele Beschwörungen, viel zu krass nach oben gepusht und so. Das ist ja das Problem. Ne? Du brauchst bei Yu-Gi-Oh! Du brauchst ja immer was Neues. Du brauchst immer neue Karten und so, damit der Verkauf gleich bleibt, weil du willst ja immer noch Gewinn damit machen. Ne? Dir geht es halt nicht unbedingt darum, dass das Spiel an sich mega geil ist, weil ich hätte nach GX hätte ich das liegen lassen. Ganz ehrlich, hätte ich gesagt, okay, jetzt ist das Spiel so perfekt, wie es ist. Maximal bringst du nochmal so einen Booster im Jahr raus oder so, wo dann so ein paar Zusatzkarten drin sind, die aber auch nicht viel stärker sind, die dir aber andere Strategien ermöglichen oder so. Aber das ist ja so ein schnelles Spiel geworden, so. Das ist, also ich kann damit echt einfach überhaupt nichts mehr anfangen, so. Ja, nach 3 Runden oder so ist das Spiel schon entschieden. Und keine Ahnung, das finde ich mega langweilig. Das ist halt überhaupt nichts mehr für mich. Weil ich will schon so, dass die Duelle länger sind, dass man da auch überlegen muss, okay, was mache ich jetzt? Klar, du musst jetzt auch immer noch überlegen, was mache ich jetzt? Aber nach 1-2 Runden weißt du schon, okay, das ist verloren. Oder okay, das ist gewonnen. So, und das ist halt einfach überhaupt kein Spiel mehr für mich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt aussieht. Vor 3 Monaten habe ich gehört, die wollen eine neue Beschwörung oder sowas wieder auf den Markt packen. Also es wird immer weiter nach oben gehen. Keine Ahnung, irgendwann muss es ja auch mal aufhören, oder? Irgendwann kann es ja nicht noch schneller, noch stärker werden. Deswegen, also ich persönlich habe mit Yu-Gi-Oh! Da dann auch wirklich komplett aufgehört. Also auch das Deck von Guffy, der hat so ein Elementarhelden-Deck, also sowas ähnliches, so, also doch auch Elementarhelden mit drin, so diese Heroes halt. Und ich muss sagen, ich habe damals auch so ein Deck gehabt und die Helden von damals, also die werden ja von den Helden von heute komplett auseinandergenommen, ja. Also wenn ich mir die Effekte teilweise von diesen Monstern angucke, da habe ich mir echt so gedacht, hey, das ist, wie OP ist das denn so, ne? Und wenn du dich da mal mit dem ganzen Yu-Gi-Oh! Im ganzen heutzutage beschäftigst, ist das gar nichts. Das ist ja noch ein richtig schwaches Deck, das geht ja noch viel krasser. Da habe ich mir auch nur so gedacht, ach du heilige Scheiße, ey, das kannst du dir ja gar nicht mehr geben. Ja, deswegen, ich persönlich bin überhaupt kein Fan mehr von Yu-Gi-Oh! Ich finde einfach, keine Ahnung, hat sich zum Negativen verändert. Ich meine, es kann auch sein, dass ich das einfach so sage, weil ich halt diese Entwicklung gar nicht mitbekommen habe. So, und ich habe ja damals zu GX-Zeiten habe ich ja aufgehört und jetzt zu... Ich weiß gar nicht, wie man das gerade nennt, ja, Yu-Gi-Oh! Zukunft, ja, von heute. Diese Entwicklung dahingehend habe ich ja gar nicht mitgekriegt, sondern nur das GX und heute. Das, was dazwischen ist, weiß ich ja gar nicht. Da kann auch sein, dass wenn man das vielleicht langsam alles so mitnimmt, ne, wenn man da dann so durchgeht durch die Zeiten, dass man da vielleicht dann auch wieder besser klarkommt oder so, dass man dann merkt, okay, ist vielleicht doch gar nicht so krass anders. Aber ich persönlich werde auch nur noch Duelle machen, wenn man sagt, ey, ne, lasst Karten nehmen, die es maximal bis GX gab oder so, weil ich die wirklich am besten fand. Auch von der Serie her fand ich Yu-Gi-Oh! GX eigentlich sogar mit am besten, weil die Story war einfach geil, so, ne, so mit Slifer Red und alles, das war ganz cool, mit Jaden Yuki und Cyrus und so, das war einfach mega geil, so, es hat auch gepasst, so wie die Charaktere an sich waren, dann auch mit den mit diesen Bösewichtsdingern da, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese Schattenritter, glaube ich, waren das oder so, ich hatte auch mal ein Spiel dazu, das habe ich schon 2-mal durchgespielt, Duel Akademie auf dem DS, ich weiß gar nicht, wie das hieß, doofe daran war nur, man konnte halt nicht aus dem Slifer Red Haus raus, ne, man musste halt da drin bleiben, das war ein bisschen doof, da hat man nicht so ganz nachgedacht, aber ansonsten echt cooles Spiel. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Habe ich unten, denke ich mal, in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ich das finde. Ich denke mal, dass ich das finde. Ja, ansonsten, wie gesagt, kann ich nicht so viel dazu sagen. Also Yu-Gi-Oh! Ist für mich auf jeden Fall kein Spiel mehr. So, keine Ahnung. Ich habe auch mal überlegt, mir so ein Meta-Deck zu kaufen gegen Guffy, um ihn einfach nur brutal wegzuficken. Aber ja, auf den Seiten, wo ich geguckt habe, hat das mal mindestens so 300 Euro oder so gekostet. Und das war es mir dann ehrlich gesagt überhaupt nicht wert. YouTube-Money. Ja, aber man muss es halt nicht verschwenden. Ne? Man muss auch ein bisschen aufpassen auf das Geld. Ja, großartig viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch mal an die Yu-Gi-Oh! Noch aktiv zocken oder die vielleicht auch gerade erst angefangen haben, die vielleicht das Frühere gar nicht kennen. Mir einfach mal ihre Meinung in die Kommentare schreiben, ne? Weil, wie gesagt, ich gebe ja selber zu, es kann schon an diesem Nostalgie-Feeling einfach liegen oder so. Aber dass das Spiel viel schneller und stärker und alles geworden ist, das ist ja einfach mal ein Fakt. So, ne? Also, zumindest bei den Videos, die ich bisher dazu gesehen habe. Ja, ansonsten kann ich nicht mehr so viel dazu sagen. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall was. Ich werde gleich das letzte Video aufnehmen und dann endlich nach Hause. Ich habe jetzt locker hier eine Stunde gelabert. Ich bin komplett dreckig. Ich schwitze wie sonst was. Ich will einfach nur noch ein Bad nehmen oder so. Na, wir haben kein warmes Wasser, kann ich also gar nicht. Aber ich denke mal, die regeln das. Ja, da würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns im nächsten Video, meine Freunde. Wie gesagt, nicht vergessen, in die Kommentare zu schreiben und ja, bis dann. Ach ja, was ich noch sagen wollte, nach GX kam ja dieses 5D. Da haben die ja, waren die ja irgendwie auf dem Motorrad oder sowas in die rumgefahren. Also zumindest das, was ich davon gesehen habe. Da dachte ich mir auch so, was ist das denn für eine Scheiße? Das hat doch rein gar nichts mit Yu-Gi-Oh! Zu tun. Ehrlich, also keine Ahnung, was sie sich da gedacht haben. Was ich aber wiederum scheiße fand, war die erste Staffel von dem normalen Yu-Gi-Oh! Weil da haben sich ja gar nicht an Regeln gehalten. Das fand ich auch
geil. So, du hast irgendwelche Monster gelegt. Ja, ich leg das und das. Ja, ich greife dich an. Oh, sind zerstört worden. Ja, dann lege ich noch die und die. Ach, die beiden Monster haben gar keine Effekte in echt. Naja, im Spiel schon oder in der Serie schon. Ja, die sind jetzt 5000 ATK stärker. Einfach so. Also, die gab es ja bei Netflix, die erste Staffel. Oder gibt es vielleicht sogar noch von Yu-Gi-Oh! Ich habe mir mal versucht, die anzugucken. Geht nicht. Ey, ich konnte mir das nicht geben. Weil diese ganzen Regelverstöße und so, das macht dir die Duelle kaputt. Du denkst ja einfach nur so, was ist das für eine Scheiße? Jedes Mal denkst du, das geht gar nicht. Das ist gar nicht so. Was ist das denn? Ehrlich krass. Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vergesst es nicht in die Kommentare zu schreiben. Ja, ich achte drauf. Und bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye.